Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Quake 2 The Reckoning unter Linux mit der Yamagi Engine, Sourcebot, wie auch immer. Ja, in der letzten Folge haben wir es weiter durch dieses Sewers durchgeprügelt, sind erstmal nochmal grandioserweise verreckt und konnten gefühlt das halbe Level nochmal neu machen. Oder wieder machen. Genau. Und jetzt haben wir die Option, dass wir uns mit dem Dude hier vorne prügeln. Oh. Trotzdem stellt sich mir die... Moment mal. Die Frage, wie wir an dieses Secret da dran kommen sollen. Ja genau, schießt euch gegenseitig in die Beine. Das war wieder geil. Du stehst direkt in der Tür, direkt neben den und ballerst da irgendwo drauf. Security Override. Ah. You found a secret. Dual Fire Damage. Ist das sowas wie Quad Damage? Was haben wir jetzt genau gemacht eigentlich? Wir haben das Exit jetzt hier. Speichern wir mal. Gehen wir mal hier durch. Loading. Yay, wieder Swamps. So, also, es ist Swamps, again. Gain access to Strong Fortification, still, immer noch, und kill enemy resistance. Naja, das sind ja einfache Missionsziele. Eine komische Basis im Berg, im Sumpf. Naja, gut. Oh, shit. Alles klar. Nope. Ich bin raus. Nein, 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 nein. Ich guck mal, ob ich hier rum irgendwie was deichseln kann. Irgendwie Angst vor Wasser oder so? Oder wie soll ich sonst das saufen? Oh. Mega Heal. Na, das speichere ich mir doch gerade mal direkt. So, so kommt man hier also hin. Dann kommen wir tatsächlich auf dieselbe Map. Nur in einer Ecke. Ist ja geil. So, Problem. Still persists. Ja, wir haben die ganzen Dudes hier. So, wo ist er? Oh, ich wollte sagen, kommen wir nicht zu nah. Gut, nein, wir schauen uns erstmal hier um. Das sieht wunderbar hier aus. Oh, hier sind wir auch schon mal vorbeigelaufen. Guck mal, da war sogar noch ein Heal. Okay, ich dachte, man könnte diese Security Lasers irgendwann mal ausmachen. Aber dem ist wohl nicht so. Die Musik ist gerade ausgegangen, komm. Und sagen, schießt du mal in die Wand. Okay, das ist ein Schalter, der macht diesen Aufzug nach oben. Und jetzt sagen, es sind so Kisten, da bietet es mir wieder an, dass er sich da ein Dude hinter versteckt hat. Das kann Quake ja auch hier ins Dude. Oh, ich dachte, hier oben gibt es irgendwas Besonderes. Security Bridge Extended, Laser Feeds Deactivate. Hey! Ah. You found a secret. I see. Jetzt hängen die da oben auch noch auf den Gipfeln. Ja, Wayne. Noch ein Exit.
Wir sagten auch Security Laser deactivated. Das heißt, wir können die Laser doch deaktivieren, was ich die ganze Zeit gar nicht wusste, gar nicht richtig dachte, dass das geht. Das bedeutet, erstmal, dass ich das hier mitnehme, auch wenn es ein bisschen übertrieben ist, aber es geht noch. Es ist noch im Rahmen des vortexischen Okayischen. Ich würde sagen, ich am öffentlich, ne? So, also die Musik irgendwie aus ist, ist ein bisschen irritierend, aber okay. Gab es hier noch irgendwelche Security? Ich erinnere mich nur an die beiden Security Laser, die wir schon vorbei sind, aber die machen halt jetzt null Sinn, dass die jetzt aus sind, weil ich meine, gut. Man hat einen kürzeren Weg zurück, um in den Swamps noch irgendwas zu machen, weil, immerhin fehlen uns hier noch 10 Kills und 2 Secrets, wenn man denn jetzt so adventurous ist. Aber ihr kennt mich, ich bin da ein bisschen faul. Das heißt, wir fahren hier einfach nach oben und hoffen, dass die Musik irgendwie wieder kommt nach dem nächsten Loading Screen oder so. Der gerade random einfach rausgegangen ist. Ah, okay. Okay, ja. Gut. Diese komischen Satelliteneinblendungen habe ich früher schon nie verstanden. Outer Compound. Gut. Enter Intelligence HQ, discover location of Strug's Counter-Strike Fleet, join with remaining members of Strike Team, find Data City. Sollten wir dann endlich mal Seite an Seite mit Marines kämpfen können? Ach, was, auch noch welche? Na, hier ist das der Brücke verstecken, ist auch schon mal nicht ganz so schlecht. Okay, so. Okay. Lisa, öffne dich. Nicht nett. Easy. Hey, wer, wo, was? Das sind die beiden Kackpratzen von eben. Mal hier umschauen, was gibt's denn hier noch so Schönes? So viel zum Thema Join with Remaining Force. Hab ich eben schon erwartet. Take Data CD and locate Base Intelligence Center. Gut. Hatte ich schon ganz kurz Hoffnung, dass wir mal für einen kurzen Moment wenigstens mit unseren Dudes durch die Gegend ziehen können, aber. Oh, es ist so ein ekelhafter Ton. Es klingt wie so ein Zahnarzt-Dingsbums. Scheiße, nochmal. Ist ja wie so ein Zahnarzt. Bohrer klingt das. Halt die Backen mit deinem Zahnarztbohrer da, Alter. Die Dinger sind ja ätzend. So.
Boah, ist das ein ekelhaftes Quietschton-Dingsbums. Also das war sicherlich damals schon kein cooler Soundeffekt. Ein bisschen dunkler angezogen, wie es aus, wie es mir scheint. So. Wie frech. Das war ja schon frech. Fieser Hinterhalt, fieser Hinterhalt. So, also, Puh. Zeit für ein Quick Save. Erstmal einen sicheren Punkt suchen. Dem ist mir der Kopf weggeplatzt, vor lauter Schreck. Der wird dann gleich den Kopf verlieren. Das ist neu. Also ein paar neue Gegner gibt's hier. Komische Gehirndrohnen. Die scheint zwar... Da willst du in aller Ruhe die Schalter drücken und dann sowas. So. And clear the body inside. Gut, nein, die Party ist mir zu krass. Scheiße, wäre das jetzt gerade schief gegangen. Sagen, der lebt auch noch. 30 Leben sind nicht so. Kommt der jetzt plötzlich weg? Sind nicht viel. 28 Leben, entschuldigt. Ich war etwas zu übereifrig. Die Hirn sollte ich aber schon kaputt gemacht. Okay. Naja, so einen Schalter kennen wir ja auch schon.
Was Ekels gab es im Hauptspiel ja auch schon. So, okay, einmal speichern. Wenn wir die anderen Schalter gedrückt hätten. Hm. Gute Frage, nächste Frage. Willi wird's besser. So, ja gut, ich bin verwirrt kurz. Ich glaube, diese ganze Ecke hier war relativ optional. Oh. Hier sind wir jetzt. Laser deactivated, okay. Zeit für ein Quick Save. Das sieht nach ein paar Exits aus. Geh mit deinem Zahnspurer woanders spielen, Alter. Oh wow, diese Karte ist groß. Groß und verwirrend. Das ist ein Exit. Detect CCD, locate Base Intelligence Center, proceed to Intelligence HQ, eliminate all resistance. Okay, gut, also hier sind wir so. Die zwei. Okay. Ein bisschen demoliert hier alles, oder? Geh mit deinem scheiß Zahnstocher weg, Alter. Das ist so widerlich, das Geräusch. Wahrscheinlich wird irgendeine Tür ausspringen, irgendeine Wand oder sowas. Gut. Okay. Ach, gucke mal hier, gehe mal da. Ja, unsere schönen Datadisk-Freunde. Oh. 39 Leben ist zwar nicht viel, aber da speichere ich trotzdem lieber mal. Gut, okay, dann haben wir dieses Level ja einmal komplett durch, tatsächlich. Diese Tür haben wir, glaube ich, noch nicht untersucht, oder? Ah, die beiden Spacken hier oben waren das. Interessant, interessant. So, ja, gut, dann haben wir das Level ja doch tatsächlich durch, abgesehen von den vier Secrets. Wo auch immer die sind, ist mir aber auch relativ wurscht. So, das heißt... Hä? War da unten an der Treppe nicht irgendwo das Exit? Offensichtlich nicht. Wo war das? Das war noch eine Treppe runter, so eine komische Wendeltreppe runter. Oder war das hier durch die Security Laser? Ach, diese Treppe war das. Vergiss es. Ich bin doof. Hier gab es halt nur zwei Türen. So war das. Genau. So, okay. Ab, weiter geht's. Loading. So.
Aber da wir jetzt exakt die 20 Minuten, also plus, minus, voll haben, an dieser Stelle vielen Dank fürs dabei sein, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss.